Hi liebe Leute und willkommen zu diesem vielleicht etwas anderen Video. Ja, wie ihr es im Titel so neben lesen könnt, Hashtag ist kein Deutsch, ist Leber noch. Es kam in den letzten Tagen und Wochen einfach nur sehr wenige Videos und Livestreams lag an schulischen Gründen, Klausuren, Arbeiten, allen drum und dran. So, Problem ist, der ganze Spaß wird auch noch weitergehen und wird so schnell auch nicht enden. Da Livestreams aus organisatorischen und technischen Gründen deutlich leichter sind als die ganzen Videos zu machen, weil die muss man aufnehmen, schneiden, rendern, hochladen, sag mir's tot. Livestreams super einfach Thumbnail machen, einstellen und auf Streaming starten klicken. Und das ist auch besser so, weil ich dann noch besser mit der Community in Kontakt trete, werde ich ab jetzt alle Projekte, bis auf ein paar Ausnahmen, außerdem in Livestream-Form machen. Dann tue es, je nachdem wie ich es halt Zeit habe, in Schule ein paar Mal täglich streamen und dann einfach Projekte eben live streamen in Zukunft so. Es wird definitiv auch wieder Phasen geben, jetzt in den nächsten Wochen, wo es mal ein paar Tage oder so eine Woche gar nicht streame, einfach weil Schule Priorität hat und ich da viel von lernen muss. Aber es hoffe, dass ich jetzt wieder mehr auch Videos hochlade, Livestreams mache und ich jetzt wieder aktiver werde. Es darf in Zulung, dass in den letzten Wochen nichts kam. Und damit ihr Bescheid wisst, ich werde die ganzen Projekte, Josefskraft World, Tommy dazu live, werde ich alles weiterführen, nur ab jetzt eben in Livestream-Form passt mir einfach besser. Genau, das einfach nur erst als Info wieder, damit ihr wisst, was Sache ist. Wird jetzt ab Montag auch losgehen. Ja, das ist so mein Plan. Und nur halt in Zeiten, wo ich zum Beispiel weg bin, wie in der zweiten Osterferienwoche, für das Haus, dass dann Videos verbrunnen, die dann da online kommen. Sonst geht das ist ab jetzt wirklich so besser. Zumindest tagt es einmal in der Woche Livestream. Einmal am Tag Livestream. Das ist definitiv drin. Genau, das war's mit dem Info-Video. Ich bedanke mich ganz herzlich vom Zuschauen davor. Wir sehen uns beim nächsten richtigen Livestream wieder. Macht's gut und ciao!